Da kommt die Frage: Welche Diagnostik, lieber Dr. Schick, sollte betrieben werden, beziehungsweise zu welchen Ärzten sollte ich gehen, um schwerwiegende Ursachen einer Hyperhidrose ausschließen zu lassen? Da sind mehrere Fragen gleich drin und los geht's mal mit: Was ist Hyperhidrose überhaupt? Woran kann das liegen? Kann das etwas Gefährliches auch ausdrücken oder wann weiß ich, dass es das nicht tut? Und am Ende des Videos möchte ich euch auch noch so einen ganz kleinen Selbsttest geben, mit dem ihr ruckzuck rausbekommt, ob euer Schwitzen etwas Krankhaftes hat oder nicht. Los geht's immer mit der Einteilung. In der Medizin teilen wir Dinge gerne ein, dass das ein Schema bekommt, und die häufigste Einteilung der Hyperhidrose ist, dass man sie unterscheidet, ist sie nur an kleinen Bereichen des Körpers, regional, sagt man da, oder ist sie den ganzen Körper mehr oder minder erfassend generalisiert. Generalisierte Hyperhidrose, da schwitzt man wirklich von Locke bis Socke oder zumindest an deutlich mehr als der Hälfte des ganzen Körpers. Bei der lokalisierten Hyperhidrose oder auch regionalen Hyperhidrose, da schwitzen zum Beispiel nur die Achseln, nur die Hände oder Füße, vielleicht mal nur der Kopf. Das ist ein bisschen einfacher zu behandeln und diese lokalisierte regionale Hyperhidrose deutet praktisch nicht auf eine schlimme andere Erkrankung hin. Und da sind wir schon bei der nächsten Art der Einteilung, nämlich ist das einfach für sich stehend ein Problem oder ist das Schwitzen nur die Ausprägung einer eigentlich ganz anderen Erkrankung? Man sagt dann das Symptom einer Erkrankung und nennt das Ganze dann sekundäre Hyperhidrose. Das bedeutet, primär gibt es eigentlich eine ganz andere Erkrankung und sekundär schwitzt man dann halt auch. Was kann denn das sein? Das ist zum Beispiel im Bereich der Neurologie eine Parkinson-Erkrankung oder andere seltene neurologische Erkrankungen. Es kann eine Hormonstörung sein, bis hin zu wirklich sehr umfangreichen Drüsenfehlsteuerungen oder Drüsenfehlern. Da denken wir nur mal an die Schilddrüse, denn eine überaktive Schilddrüse kann einem schon vermehrtes Schwitzen am Körper verursachen. Letztlich sind es meistens Störungen der Steuerung des Schwitzens selbst, nämlich neurologische Ursachen in der Schwitzsteuerung. Das betrifft dann unser automatisches, sogenanntes vegetatives Nervensystem. Lokalisierte Hyperhidrose, also eher ungefährlich, aber lästig. Generalisierte Hyperhidrose, da macht es dann Sinn, wirklich in den Check zu gehen, gerade wenn das plötzlich unvermittelt auftritt und ich es nicht schon seit Jahren habe. Denn wenn ich was schon seit vielen Jahren habe, naja, dann wird es mich ja wohl kaum umgebracht haben bisher und ist dann in der Gefahrenklasse schon deutlich niedriger. Habt ihr das ganz plötzlich, den ganzen Körper oder große Teile erfassend, dann ab zum Hausarzt. Dann kann es auch sein, ihr braucht einen neurologischen Check, ihr braucht einen Hormoncheck beim Endokrinologen oder eben dann auch vielleicht nochmal sich die Haut anschauen, denn seltene Hauterkrankungen können das auch einmal machen. Das ist wie gesagt selten und am häufigsten ist es dann doch eine Störung in der Steuerung selbst. Und während man früher gedacht hat, Nervensteuerungsstörung, das muss ja dann immer ganz regional sein, nur Achseln, nur Hände vielleicht und kann doch gar nicht der ganze Körper sein. Doch, doch, das kann auch den ganzen Körper betreffen. Jetzt sind wir bei den Ursachen auch schon gewesen und die seltenen Ursachen haben wir ein bisschen durch und die häufigste aller Ursachen ist eben einfach eine Störung in der Steuerung des Schwitzens. Das ist dann etwas Neurologisches, Nervenärztliches. Nun sind die Neurologen ganz selten angesprochen von Betroffenen und deswegen kann man oft bei den Neurologen gar nicht so sehr viel hören über Schwitzprobleme, denn solche Patienten kennen sie in aller Regel nicht. Das ist aber dann das zugrunde liegende Problem und das, ich habe das in einem anderen Video schon mal erzählt, ist ja ein angeborenes Problem, das ist genetisch, das geht natürlich von alleine nicht weg. Und dann ist das mehr so als eine Art Körpereigenschaft zu begreifen, wie eure Augenfarbe oder Körpergröße. Und es macht dann gar keinen Sinn, das zu hinterfragen. Denn man kann ja auch nicht fragen, warum es große und kleine Menschen gibt, weil es halt so ist. Übrigens auch genetisch. Und wenn man jetzt nur diese genetische Form hat, der Störung in der Steuerung,
oder auch eine andere Ursache, dann ab zum Arzt natürlich und dem das zeigen. Erster Ansprechpartner, wir haben es schon gesagt, mag wirklich immer der Hausarzt sein. Der wird einen weiterschicken, vielleicht zum Dermatologie, vielleicht Neurologie, vielleicht Endokrinologie. Das macht alles Sinn, checkt das ruhig ab, verlasst euch da auf den Rat eures Hausarztes. Es geht letztlich natürlich darum, wie werdet ihr untersucht? Und das ist ja auch ein bisschen in der Frage gestellt gewesen. Die Frage, was macht ein Arzt mit mir, wenn ich zu dem gehe? Und das Erste ist natürlich reden. Denn so wie wir jetzt miteinander reden, so kann man ja aus dem Gespräch und aus dem, wie die Erkrankung beschrieben wird, schon viel herauslesen. Ist das schon lange bestehend? Ist das eine Sache, die nur zu bestimmten Tageszeiten auftritt? Ist es mit Nahrungsaufnahme verbunden oder nicht? Hat es in letzter Zeit Veränderungen gegeben in meinem Leben, wie Hormoneinnahmen, wie Schwangerschaften? Und da kommen natürlich auch spezielle Medikamenteneinnahmen dazu. Das mögen Akne-Medikamente sein. Und leider, aber darüber muss man fast mal ein eigenes Video machen, das können auch Anabolika sein, die so in der Muckibude unterm Tresen durchgereicht wurden und vielleicht ein ganz grässliches Schwitzen plötzlich verursachen. Da möchte ich mal gleich ein bisschen sagen, eher Hände weg von solchen Dingen. Und dann kommt natürlich der zweite Schritt. Das ist die körperliche Untersuchung. Ganz oft höre ich von meinen Patientinnen und Patienten, dass sie sich gar nicht ausgezogen haben beim Arzt. Ja Mensch, wie willst du denn jemand untersuchen auf sein Schwitzen, das nun mal an der Haut ausgeprägt ist, wenn er nicht ausgezogen vor dir steht? Also, man muss sich zeigen. Und zeigt euch da, weist auf alle Stellen hin, die schwitzen, eventuell auch die, die nicht so schwitzen, damit ihr mal komplett durchuntersucht worden seid. Der richtige Arzt ist also der, der euch auch mal ausziehen lässt, damit er euch komplett angeguckt hat. Nächster Punkt. Vielleicht habt ihr Sorge, wenn ihr zum Arzt geht, dass ihr dann gar nicht genug schwitzt. Da würde ich jetzt sagen, keine Sorge haben, denn ihr wisst aus den vergangenen Videos vielleicht, die Schwitzsteuerung im Gehirn sitzt gleich neben dem Emotionszentrum und die sind gut verlinkt. Das heißt, bei Emotionen, bei Stress, da kommt man ja ins Schwitzen, wie wir alle schon vom Sprichwort wissen. Und das bedeutet natürlich auch beim Arzt, ist es ja doch ein bisschen stressig, wenn ich mich dem zeige. Da werdet ihr sicherlich genügend ins Schwitzen kommen, damit Ärztin oder Arzt auch sieht, dass ihr eine Hyperhidrose habt. Und weiter geht es natürlich dann mit apparativen Untersuchungen. Das heißt, technisch kann man Schwitzen ja erfassen. Die einfachste Methode ist, man schaut sich die Flecken an. Und tatsächlich hat man früher gemacht und sogar so mit dem Maßband mal ausgemessen, zum Beispiel an der Achsel, wie viel Durchmesser hatte denn so ein Schwitzfleck. Da gab es sogar eine Gradeinteilung, so bis 5, bis 10, bis 15, über 20 cm, wie groß der Schwitzfleck da wird. Das ist natürlich schon ganz schön ungenau und je länger ich dann warte, umso größer wird der Fleck ja auch. Und weil wir ja inzwischen wissen, dass Schwitzen gar nicht nur ein Problem der Menge ist, sondern einfach, dass es so ungestüm losgeht, deswegen ist natürlich auch die alte Gewichtsmessung nicht mehr so richtig up to date, aber viele Krankenkassen möchten das noch gerne und es macht natürlich Sinn. Da klemmt man sich dann ein Löschblatt unter den Arm, wartet eine Zeit lang und misst dann auf einer Feinwaage, wie viel ist denn geschwitzt worden. Und da geht es dann so um ungefähr 30 Mikroliter, das sind 30.000 Liter, die man schwitzen darf. Und wenn das dann auf so einer achselgroßen 10x10 Fläche, sagen wir, mehr als die 30 sind, dann ist das schon richtig auffällig, dann geht es schon heftig Richtung Hyperhidrose. So richtig ganz genau ist die Methode natürlich nicht, weil sie nur an einem Punkt einen Messwert liefert. Aber ein Messwert ist immerhin ein Messwert. Dann gibt es dynamische Messverfahren, die allerdings die allerwenigsten Ärzte haben, bei denen man unter Provokation im Zeitverlauf das Schwitzen misst. Das ist die genaueste Methode, um auch den Fehler in der Steuerung darzustellen, weil man mit ganz bestimmten Veränderungen in dem Schwitzmuster dann rechnen kann. Die zeigen dann, ob das ein angeborenes Problem ist. Und zu guter Letzt, auch nicht gerade neu, sondern schon Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, gibt es einen Farbtest.
Den Test nach Minor mit Jod und Stärke wird man eingepinselt und bestäubt. Und je nachdem, an welcher Stelle man das untersuchen möchte, kann das die Achsel sein oder sogar auch der ganze Körper einmal. Und dann, wenn Schwitzen beginnt, verfärbt sich diese ockerbraune Lösung nach Schwarz und zeigt ganz genau, wo man schwitzt. Und natürlich lässt sich dann die Größe des schwitzenden Hautareals auch gut mit dem Lineal messen und die Größe ermitteln. Das ist natürlich auch nur so halb quantitativ, sagen wir da, weil es natürlich nicht absolut einen Endmesswert gibt, sondern aber Flächenberechnungen möglich sind und damit natürlich vor allem auch gut unterschieden werden kann, ob das doch nur eine umschriebene Geschichte oder doch den ganzen Körper erfassende Schwitzproblematik ist. Das haben wir jetzt alles gemacht. Und da kommt natürlich dann ein Ergebnis raus und das werden eure Ärzte euch dann auch sagen, habt ihr jetzt eine Hyperhidrose oder habt ihr es nicht? Ist das noch im Bereich des Normalen oder ist das schon krankhaft? Und zu guter Letzt wollt ihr natürlich wissen, wie kriege ich das selber raus? Und darum erzähle ich euch mal von einem Schwitzmaß, das wirklich eine klasse Sache ist, weil es von jedem von euch selber einfach durchgeführt werden kann. Das ist der Hyperhidrose Disease Severity Scale, also eine Skala für die Schwere der Hyperhidrose. HDSS, könnt ihr auch mal googeln, ist ein sehr guter Gradmesser für das Schwitzen. Ist es noch normal? Ist es schon krankhaft? Der HDSS hat 4 Stufen, 1, 2, 3, 4. Und ich will euch mal vorlesen, was die so in Kürze gesagt beschreiben. Die Beschreibung ist ein bisschen länger. Aber in Kürze heißt 1, mein Schwitzen ist nie auffällig und stört mich auch nie. Sagt ihr sofort, na, das ist ja gar keine Hyperhidrose, dann habe ich ja nichts. Stimmt, dann habt ihr ja auch nichts. Stufe 1 heißt also, ich habe nichts. Stufe 2 heißt, mein Schwitzen ist erträglich, aber es stört manchmal. Ja, wird man jetzt sagen, wenn dich das manchmal stört, wenn alles erträglich ist, ja, so groß kann dein Problem nicht sein. Das ist also eine ganz niedrige Ausprägung des Schwitzens. Skala Punkt 3. Mein Schwitzen ist kaum erträglich und stört mich oft. Und jetzt wird es schon heftiger. Das merkt ihr. Und das ist dann schon eine Hyperhidrose. Und der heftigste Fall, Grad 4, wo man sagen kann, mein Schwitzen ist unerträglich und stört mich immer. Das mag auch manche betreffen, aber das ist natürlich dann schon eine sehr heftige Ausprägung. Und man kann jetzt diesen HDSS von 1 bis 4 sogar noch mal ein bisschen zusammendampfen. Denn eigentlich, wenn mein Schwitzen völlig erträglich ist oder eben einfach gar nicht auffällig, dann habe ich eigentlich nichts. Wer also Stufe 1 oder 2 sich gibt, hat kein wirkliches Problem. Und wenn ich sage, oh, das stört oft, das stört immer und das ist kaum erträglich bis unerträglich, dann habe ich Stufe 3 bzw. 4 und dann habe ich ein Schwitzproblem. Dann habt ihr mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eine Hyperhidrose und natürlich alles Recht, dagegen auch was zu tun. Ich wünsche euch sehr, dass ihr da einen Arzt findet oder eine Ärztin, die ein offenes Ohr für euch hat. Und wenn dem nicht so ganz ist und ihr darüber hinausgehende Fragen habt, dann bitte einfach unten in die Kommentare oder sehr gerne auch über die App. Hyperhidrose heißt die in den App Stores und da könnt ihr auch ganz anonym Fragen an mein Team und vor allem mich richten, auf die ich dann gerne in den nächsten Videos eingehe.